Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video häkeln wir diese Untersetzer für Gläser oder für Tassen. Ich war am Meer und habe mich von den Farben inspirieren lassen. Die Untersetzer haben einen Durchmesser von 10 cm und sind so für Tassen und Gläser geeignet. Ich häkle mit einem Baumwollgarn von Caldo Cotone. Es hat eine Lauflänge von 140 Metern auf 50 Gramm und ich häkle mit einer Häkelnadel Nummer 3. Dann brauchen wir noch eine Schere und eine Nadel. Wir beginnen mit einem magischen Ring. Ich lege mir das Garn über die Finger, hier oben über Kreuz, dann mit der Nadel hier durchstechen, das Garn holen und dann gleich noch einmal das Garn holen und dann haben wir den magischen Ring auch schon fertig. Ich achte darauf, dass der Faden hier auf der linken Seite umhäkelt wird. Jetzt machen wir hier 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und jetzt machen wir noch insgesamt 23 Stäbchen, sodass wir dann mit diesem Ersatzstäbchen insgesamt 24 Stäbchen haben. Das Stäbchen machen wir mit einem Umschlag und dann eben in den Ring hinein stechen und das Garn holen. Dann noch einmal das Garn holen, durch 2 Schlaufen durchziehen, das Garn holen und durch die nächsten Schlaufen durchziehen. Und wenn du noch Anleitungen brauchst für Stäbchen oder feste Maschen, dann schau dir gerne diese Playlist an, die ich dir hier oben verlinke, oder du findest sie auch in der Beschreibung. Also hier machen wir jetzt 24 Stäbchen, immer in diesen magischen Ring hinein. Falls du nicht mit deinem magischen Ring arbeiten möchtest, kannst du auch 10 Luftmaschen anschlagen und sie zu einem Luftmaschenring verbinden und dann da hinein eben die Stäbchen. Hier sind nun diese 24 Stäbchen und jetzt können wir hier an diesem Ende des Fadens ziehen und so eben den Kreis schließen. Nicht zu eng, sodass das hier schön gerade bleibt alles. Und wir schließen die Runde, indem wir hier in den Zwischenraum zwischen den Luftmaschen und dem Stäbchen einstechen, das Garn holen und eine Kettmasche machen. Und in der zweiten Reihe machen wir gleich weiter mit 3 Ersatzluftmaschen. Und jetzt machen wir noch 4 Stäbchen. Dann machen wir 3 Luftmaschen und dann noch ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle wie das vorherige Stäbchen, so dass dann unten das Stäbchen sozusagen zusammengehäkelt ist. So sieht das dann aus. Jetzt machen wir wieder 4 Stäbchen. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen wieder in die gleiche Einstichstelle. So haben wir hier dann insgesamt 5 Stäbchen und nachher kommen die Luftmaschen. Und so machen wir es bis zum Ende der Runde. 4 Stäbchen, dann die 3 Luftmaschen, das erste Stäbchen nach den Luftmaschen wieder in die gleiche Einstichstelle wie das letzte Stäbchen. Und dann wieder 4 Stäbchen und so weiter bis zum Ende der Runde. Jetzt hier am Ende der Runde haben wir hier diese 4 Stäbchen und das letzte Stäbchen kommt in die gleiche Einstichstelle wie das erste Stäbchen. Dann machen wir 3 Luftmaschen und schließen die Runde, indem wir hier wieder in diesem Zwischenraum zwischen den ersten 2 Stäbchen eine Kettmasche machen. Die dritte Runde beginnen wir mit 3 Luftmaschen wieder. Dann machen wir ein Stäbchen in die nächste Masche.
Wieder ein Stäbchen in die nächste Masche. Und die nächsten zwei Stäbchen, die häkeln wir oben zusammen. Das heißt, wir holen hier einmal das Garn, ziehen das Garn durch die ersten zwei Schlaufen. Dann machen wir wieder einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen das Garn und ziehen sie durch die ersten zwei Schlaufen und dann durch alle drei Schlaufen zusammen. So sind hier diese zwei Stäbchen oben zusammengehäkelt. Dann machen wir drei Luftmaschen. Und in diesem Zwischenraum hier machen wir jetzt vier doppelte Stäbchen. Das heißt, wir machen am Anfang zwei Umschläge und holen das Garn und ziehen es dann jeweils durch zwei Schlaufen durch. Also vier von diesen doppelten Stäbchen. Machen wir drei Luftmaschen und jetzt häkeln wir hier die ersten zwei Stäbchen zusammen, machen einen Umschlag, stechen in die erste Masche hier ein, holen das Garn und ziehen es nur durch die ersten zwei Schlaufen durch, dann wieder einen Umschlag in die nächste Masche einstechen, das Garn holen und wieder durch zwei durch und dann am Ende durch diese letzten drei Schlaufen durchziehen. So sind eben diese zwei Stäbchen auch hier zusammengehäkelt. Dann machen wir ein Stäbchen und diese nächsten zwei, beziehungsweise die letzten zwei, die häkeln wir dann wieder oben zusammen. Machen wir wieder drei Luftmaschen und hier kommen wieder die vier doppelten Stäbchen hinein. Dadurch, dass wir hier doppelte Stäbchen machen, variiert dann eben die Höhe und daraus entstehen dann diese Bögen hier. Dann wieder die drei Luftmaschen und hier eben wieder die ersten zwei Stäbchen zusammenhäkeln, das dritte Stäbchen normal und die letzten zwei auch wieder zusammenhäkeln. Dann wieder drei Luftmaschen und hier wieder die doppelten Stäbchen. Und so machen wir das die ganze Runde entlang und dann sehen wir uns wieder. Am Ende der dritten Runde haben wir hier nochmal die drei Luftmaschen. Und jetzt verbinden wir diese Runde, indem wir hier in die Masche einstechen. Hier die Masche genau zwischen den ersten drei Luftmaschen und dem ersten Stäbchen. Genau in diese Masche stechen wir ein und machen eine Kettenmasche. Hier machen wir gleich noch eine Luftmasche und in dieselbe Einstichstelle noch einmal hinein und das Garn holen und wie eine feste Masche machen. Denn jetzt sind wir hier schon bei der letzten Runde angelangt und da machen wir alles rundherum feste Maschen und deswegen haben wir hier gleich am Anfang diese Masche so gemacht. Und dann machen wir weiter, indem wir hier noch zwei feste Maschen machen. Und in den Zwischenraum drei feste Maschen. Weil hier haben wir ja auch drei Luftmaschen gemacht. Hier rüber den doppelten Stäbchen sind vier feste Maschen, dann in den Zwischenräumen drei und bei dieser Stäbchengruppe hier, wo wir oben zusammengehäkelt haben, sind dann drei feste Maschen. Und so häkeln wir bis zum Ende der Runde. Am Ende der vierten Runde haben wir hier noch die drei festen Maschen über die Luftmaschen gemacht. Dann überspringen wir hier diese kleine Masche, die nur die Ersatzluftmasche ist, und machen dann in diese erste feste Masche eine Kettmasche
Und schon haben wir unseren Untersetzer fertig in nur 4 Runden und nur mit Stäbchen gearbeitet. Dann können wir hier den Faden durchziehen und ihn noch vernähen. Und zwar überspringen wir hier eine Masche und stechen unter die nächste Masche durch und stechen dann in die Masche, aus der der Faden gekommen ist, stechen wir wieder ein. So haben wir ein unsichtbares Ende. Hier hinten vernähen wir noch den Faden und auch hier diesen Anfangsfaden vernähen wir noch. Und schon haben wir hier einen weiteren Untersetzer fertig. Diese Untersetzer kann man wirklich gut gebrauchen und sie sind so schnell und einfach gehäkelt und deswegen auch ganz ein ideales Mitbringsel und auch zur Verwertung von Garnresten eignet es sich ganz hervorragend. Ich hoffe, du hast jetzt auch Lust bekommen, solche Untersetzer zu häkeln. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann empfehle mich gerne weiter, abonniere meinen Kanal und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser wunderbaren, leichten Häkelarbeit.